Emser Inhalator Kompakt und Emser Inhalationslösung als Komplettsystem zur Inhalation mit natürlichem Emser Salz. Die optimale Kombination bei Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege. Bevor Sie mit der Inhalation beginnen können, bedarf es lediglich ein paar Vorbereitungsschritten. Schieben Sie den Medikamentenbehälter mit dem Vernebler von vorn waagerecht in die dafür vorgesehene Führung des Gehäuses, so dass diese hörbar einrastet. Öffnen Sie das Batteriefach an der Geräteunterseite, legen Sie anschließend 4 Batterien in das dafür vorgesehene Fach oder verwenden Sie alternativ das beiliegende Netzteil. Entriegeln Sie nun den Verschlussbügel des Medikamentenbehälters und öffnen Sie den Behälter. Füllen Sie dann die isotone Emser Inhalationslösung mit einer Ampulle A 5 ml bzw. Ihr Medikament in der vom Arzt verschriebenen Füllmenge ein. Beträgt die Füllmenge eines verschriebenen Medikaments unter 4 ml, muss auf 4 ml aufgefüllt werden. Die maximale Füllmenge beträgt 10 ml. Schließen Sie den Deckel des Medikamentenbehälters und arretieren Sie den Bügel. Verbinden Sie nun das gewünschte Zubehör fest mit dem Vernebler. Inhalieren Sie mit dem Mundstück. Umschließen Sie es fest mit den Zähnen und Lippen. Bei Bedarf verwenden Sie die Erwachsenen- oder die Kindermaske anstelle des Mundstücks. Nun kann mit der Inhalation begonnen werden. Setzen oder stellen Sie sich in eine aufrechte, bequeme und entspannte Position. Schalten Sie den befüllten Emser Inhalator kompakt ein. Halten Sie das Gerät während des Inhalationsvorgangs möglichst senkrecht. Atmen Sie nun langsam und tief ein. Halten Sie für 5 bis 10 Sekunden den Atem an und atmen Sie dann entspannt aus. Der Emser Inhalator Kompakt schaltet sich automatisch aus, sobald die Lösung verbraucht ist. Die manuelle Abschaltung ist jederzeit über die Ein-Aus-Taste möglich. Der Vernebler und das Zubehör sollte vor der ersten Nutzung und nach jeder Benutzung gereinigt oder wenn möglich desinfiziert werden. Die Zubehörteile sollten gründlich mit heißem Wasser gereinigt und die Teile sorgfältig mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden. Teile, die vollständig getrocknet sind, wieder zusammensetzen und in die Aufbewahrungstasche legen. Nutzen Sie ebenfalls die intensive Selbstreinigungsfunktion des Geräts. Füllen Sie hierfür 0,5 bis 1 ml Leitungswasser oder destilliertes Wasser mit Essig in die Öffnung des Verneblers. Halten Sie die Ein- und Aus-Taste so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED kurz violett aufleuchtet. Die Reinigungsflüssigkeit wird nun aus der Öffnung des Verneblers in den Medikamentenbehälter eingezogen. Sobald sich keine Reinigungsflüssigkeit mehr in der Öffnung des Verneblers befindet, schalten Sie den Inhalator durch Drücken der Ein- und Aus-Taste wieder aus. Vor jeder Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt sein. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise des Emser Inhalator Kompakts. Mit der richtigen Inhalationstechnik zum Therapieerfolg. Der Emser Inhalator Kompakt ist ein Vernebelungsinhalator mit einer hochmodernen Schwingmembrantechnologie. Dank der praktischen Selbstreinigungsfunktion und der handlichen Größe lässt sich der Emser Inhalator Kompakt zu Hause und auch unterwegs jederzeit zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege einsetzen. Der Emser Inhalator Kompakt ist von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen anwendbar. Er ist sehr einfach zu bedienen, geräuscharm und verfügt über ein umfangreiches Zubehör, zum Beispiel die Erwachsenen- und Kindermaske. Die isotone Inhalationslösung von Emser mit natürlichem Emser-Salz bekämpft die Ursache verschiedener Atemwegserkrankungen, lindert lokale Entzündungssymptome der oberen und unteren Atemwege und befeuchtet und reinigt diese mit der einzigartigen, 100% natürlichen Mineralstoffzusammensetzung des natürlichen Emser-Salzes. Sie fördert den natürlichen Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege. Die Inhalation der Emser-Inhalationslösung ist besonders wohltuend für die gereizten Atemwege, aber auch ideal zur Vorbeugung von akuten Infekten. Zudem kann sie als Trägerlösung für gängige Atemwegstherapeutika eingesetzt werden, außer bei Ambroxol- und Bromhexinhaltigen Arzneimitteln. So können mit einer Inhalation gleich mehrere Wirkungen erzielt werden. Hierzu berät Sie Ihr Arzt oder Apotheker.